Ja, Hallöchen zusammen, willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Es gibt zwei kleine Punkte, die ich ansprechen würde. Erstens das kommende Jahr. Wir haben ja heute den 30.12., morgen ist Silvester und dann beginnt ja schon das Jahr 2013. Wir haben den Weltuntergang überlebt, alles drum und dran. Aber es gibt eine Meldung fürs nächste Jahr schon mal, die ich ankündigen möchte. Und zwar, ich fange im nächsten Jahr, im Januar schon, ein duales Studium an. Das wird zum Fitnesstrainer sein und geht 4 Jahre und das wird sehr stressig, so wie ich das mitbekommen habe. Ich werde sehr viel üben müssen und ich weiß nicht, wie ich das gleichzeitig mit dem Let's Play hinbekommen soll. Ich werde weitermachen auf jeden Fall, aber ich werde wahrscheinlich nicht regelmäßig, also jeden Tag mindestens ein Video hochladen können. Ich werde einfach so, wie es gerade passt, nochmal Videos hochladen können, aber erwartet bitte nicht von mir, dass ich wirklich jeden Tag regelmäßig mein Videopensum schaffe. Das wird wahrscheinlich nämlich nicht hinhauen, weil ich habe jetzt schon den ersten der wahrscheinlich 8 Ordner gekriegt. Das ist ein Monstervieh, allein über Muskeln und alles drum und dran und irgendwelche anatomischen Sachen. Mir brummt jetzt schon der Schädel davon, wenn ich mir das Ding nur ansehe. Also seid mir bitte nicht böse, wenn da nicht jeden Tag ein Video kommt. Ich werde gucken, dass ich es schaffe, aber geht nicht davon aus. Und zweitens, ich hatte ja angekündigt, dass ich eventuell vorhabe, Dracula zu Let's Playen. Und zwar Dracula Resurrection war der erste Teil, Dracula die letzte Zufluchtsstätte. Dracula 3 heißt der Pfad des Drachens. Ich habe die CDs hier vor mir liegen, deswegen weiß ich es gerade. Und der letzte Teil, den ich habe, ist Dracula Origin. Gibt aber ein Problem. Wenn, dann wollte ich die ganze Reihe von Anfang bis Ende durchspielen und habe mir dafür Dracula Resurrection, also den ersten Teil, den ich besitze, auf PC nochmal installiert. Das war schon ein Kraftakt. Das ist ein Spiel für Windows 95 bis 98. Mehr akzeptiert es nicht. Ich musste meinen PC auf Windows 95 Kompatibilitätsmodus umschalten, damit es überhaupt installiert werden konnte. Aber starten lässt es sich merkwürdigerweise nur im XP-Kompatibilitätsmodus, nicht in den davor. Ich weiß auch nicht, was das sollte, aber. Also gestartet bekomme ich's. Gibt aber ein Problem. Fraps nimmt die Cutscenes nicht auf. Jetzt könnte man meinen, ach komm, ein, zwei Cutscenes im Spiel kann man jetzt mal drauf verzichten. Nur das Problem ist, es ist ein Point-and-Click-Adventure, wie zum Beispiel Deponia, kann man jetzt sagen. Bei Deponia ist das so, wenn jetzt zwei Leute sich unterhalten, erscheint darüber einfach nur der Text und die reden einfach. Ganz normal. Bei dem Spiel Dracula ist es jedoch so, dass jedes einzelne Gespräch als einzelne Cutscene genommen wird. Egal was passiert, jede Handlung, alles in Cutscenes und da würde jedes Mal die komplette Cutscene fehlen. Bei Fraps ist das jedenfalls so. Was ich auch noch Möglichkeit hatte, war der Screen Recorder von, keine Ahnung, was das für eine Marke war. Der war dieses Jahr im Chip Online Adventskalender. Der hat es geschafft, teilweise die Cutscenes aufzunehmen. Manche wollte der, manche wieder nicht. Das ist natürlich auch wieder scheiße. Und was ich für ein Problem habe, irgendwie kriegt mein PC es nicht hin, die Cutscenes vernünftig abzuspielen. Das heißt, am Anfang spult der ganz schnell da blitzschnell durch. So richtig. Und dann stoppt das kurz und dann läuft das in ganz normaler Geschwindigkeit. Dann überspringt das wieder ein Stück, dann spult das wieder, dann läuft das wieder normal. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ganz ehrlich. Also, wenn ich das nicht irgendwann hinkriege, könnt ihr das leider auch vergessen. Also, mir brummt echt gerade der Schädel von der Scheiße hier. Ich würde das euch auch gerne zeigen, aber wenn ich jetzt. Na, das ist ein bisschen blöd zu zeigen. Ja, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, das ist blöd. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, falls jemand von euch eine Idee hat, wie ich das aufnehmen kann, helft mir bitte. Ich habe irgendwo in YouTube mal ein Video gefunden davon und habe da, gesehen, da hat einer gefragt, wie der das aufgenommen hat. Der hat gemeint, Camtasia würde auch manchmal funktionieren, manchmal wieder nicht. Aber wenn das manchmal wieder nicht funktioniert, ist ja auch wieder scheiße. Dann darf ich wieder eine halbe Stunde von vorn spielen, bis ich wieder bei der Cutscene ankomme, nur um zu testen, ob es denn dann vielleicht aufnimmt. Falls jemand von euch wirklich eine Idee hat, wie das auf jeden Fall funktionieren kann, bitte helft mir. Na gut. In dem Fall verabschiede ich mich hier von euch, wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!